Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Project Hospital. Wir gehen weiter in den Krankenhauswahnsinn, wo wir jetzt endlich auch mal rausgefunden haben, dass wir die Leute extra zuweisen können. Oh, gleich wird es wieder laut. Schreibtische haben die falsche Farbe. Nein. Nein. Egal. Also mit den ganzen Ärzten, ne, in der Nachtschicht schaffen wir hier einige Operationen. Aber ich würde dann auch erstmal gucken, wie sich das so verhält mit den Löhnen. Ja, wenn wir hier dann dauernd Minus fahren, ist das natürlich auch nicht so clever. Übrigens, das wird die letzte Folge sein, die ich heute aufnehme. Also für euch hat das keine Auswirkung. Bei euch geht es dann einfach immer normalen Wochenrhythmus weiter. Aber das ist tatsächlich jetzt am Tag meine, glaube ich, 14. oder 15. Folge jetzt, die ich aufnehme. Normalerweise schaffe ich so 8, wenn es gut läuft. Also hier erwartet euch einiges. Das Ganze ja jetzt auch so ein bisschen ungeplant in meinen Projekten, dass ich sehr viel vorproduziere, dass ihr das dadurch allerdings wirklich Content habt über eine lange Sicht. Also ich habe mir jetzt so, wenn ich etwas anfange, auf jeden Fall immer so vorgenommen, dass es ein Jahr durchhält. Erstmal eine Staffel quasi. Ist dann ein Jahr. Und also ihr werdet das jetzt hier 2014 sehen. Ich nehme das tatsächlich auf. Dieser Ambulanz, ne, echt. Irgendwann steche ich die Reifen auf. lass die Luft aus den Reifen. Ich produziere das quasi jetzt hier vor im November. November 2023. Also wie gesagt, das gibt mir einfach die Möglichkeit, auch mal zwischendurch irgendwas zu bringen. Zum Beispiel News-Videos oder sowas. Das ist alles ein bisschen zu kurz gekommen. Dass ich die immer mal spontan bringe. Ihr allerdings quasi eine Basis habt, die ihr bei mir immer seht. Und zwischendurch halt immer mal wieder ein bisschen was Neues kommt in dem Jahr, was dann nicht vorproduziert ist. Und ihr aber trotzdem irgendwie immer eine Basis habt, ein Projekt habt. Geplant sind so auf jeden Fall 3 Projekte, die sich über das Jahr hinausziehen. Hat den kleinen Nachteil, dass ich nur in Kommentaren dann auf die Kommentare eingehen kann. Nicht direkt im Spiel oder dann erst in der neuen Staffel dann. Es hat einfach viele Vorteile. Ihr habt, ja, wie gesagt, geplant sind so 3 Projekte, die wirklich standardmäßig laufen bei mir. Und ja, und dann kommen halt immer mal wieder aktuellere Sachen, die wirklich vielleicht eine Woche vorproduziert werden oder so. ich will euch einfach quasi eine Basis geben, wirklich das ein Projekt, wenn ihr daran Spaß habt und das guckt, ist das auch wirklich mindestens ein Jahr durchläuft und dann fortgesetzt wird mit einer zweiten Staffel, die dann wieder ein Jahr läuft und so kriege ich das auch alles unter einen Hut, weil wie gesagt, ich arbeite noch Vollzeit, also das muss ich dann immer alles so ein bisschen unter einen Hut kriegen und so ist es recht gut,
gemacht. Ja, das einfach mal dazu, so zwischendurch. Warum möchtest du denn gehen? Du gehst jetzt nicht. Nein. Das klingt wie eine Drohung. Eine psychische Drohung, psychopathische Drohung. Die haben Hunger. Ja, hier hinten macht natürlich keiner mehr so wirklich sauber. Wie sieht es eigentlich hier aus? Die sind standardmäßig immer zu belegt, ey. Ich sag's dir, stell die Sirene ab, sonst kannst du nicht mehr weiterfahren. Also ihr hört das nicht so laut wie ich, leider. Also Gott sei Dank, ne? Aber ich höre es leider sehr laut. Ja, ist halt so. Der hat aber auch extrem viel Blut verloren, hä? Ja, das geht gleich los. Wie gesagt, also hier läuft's, ne? Jetzt. Dadurch, dass wir halt wirklich so viele Ärzte jetzt haben, ist es wirklich, mit den OPs geht's vorwärts. Diese Besetzung habe ich jetzt allerdings nicht in der Frühschicht. Das ist auch kein Problem. Jetzt einfach, da kann in der Nacht quasi viel operiert werden, am Tag so ein bisschen, weil am Tag ist mehr los. Ich glaube, dann braucht man auch mehr Tragen und alles und mehr Leute, die die Tragen bedienen, dass da nicht immer alle in Operation stecken. Nachts ist das ein bisschen entspannter, da schläft auch viel. Also es ist tatsächlich mittlerweile so, dass auch nachts einige Patienten schon kommen. Das hier ist auch ein sehr guter Arzt. Warum stehen hier eigentlich überall die Reinigungswagen rum? Leute, räumt doch mal auf. Räumt doch mal auf. Aber die müssten ja alle grün sein. Sind alle in Benutzung. Ich freue mich schon auf unsere neue Radiologie. Also ich habe hier so ziemlich alle DLCs und Erweiterungen irgendwie mit drin. Das Einzige, was ich nicht drin habe, glaube ich, ist die plastische Chirurgie, weil da gab es irgendwie mit der aktuellen Version wohl ein paar Probleme. Ich habe es aber auch nicht ausgetestet. Das ist die einzigste, die nicht mit drin ist. Die hatte ich jetzt mal, gerade weil es jetzt ein längeres Let's Play ist, nicht mit reingenommen, einfach aus Vorsicht.
Aber sonst ist alles hier mit drin. Das glaube ich am Anfang, ganz am Anfang des Spiels, gab es auch schon so einige. Die Chirurgie kam, glaube ich, später hinzu. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Was gab es von Anfang an? Die Notaufnahme gab es von Anfang an. Radiologie. Medizinische Labore. Intensivstation, glaube ich, gab es auch von Anfang an. Die innere Medizin. Die Orthopädie, glaube ich, auch. Kardiologie. Ich glaube, die Neurologie kam erst später. Ansteckende Krankheiten kamen definitiv später. Traumatologie kam auch später. Hals, Nasen, Ohren, das ist ein Mod. Genauso wie die Urologie, genauso wie die Sexualmedizin, wie die Onkologie, die Gynäkologie, das waren alles Mods. Was später auch noch dazu kam, war die Verwaltung und die Pathologie. So, jetzt macht euch doch mal raus. Was habt ihr denn alle hier eigentlich? Ihr, du. Ach so, die Arthritis. Wann kann der mal raus? Ja, sie hier, er hier. Tut mir leid. Tiefe Fußverletzung. Uha. Ja, halt schön, wenn die dann auch irgendwann mal entlassen werden. Oh, hier haben wir alles voll, oder? Ein Raum ist noch frei. Wie viel Geld habe ich denn? Ah. Ich will eigentlich immer gerne noch so einen Puffer haben. Gerade wenn ich jetzt nicht weiß, wie es jetzt aussieht mit den ganzen. Sag schon, mit den ganzen Löhnen. Ja, da warte ich auch erstmal ab. Weil mehr Betten bedeutet auch nur mehr Patienten und mehr OPs. Was einerseits gut ist für die Einnahmen, aber andererseits müssen wir das auch irgendwie gestemmt kriegen. Schichtwechsel ist um 7 Uhr. Da schaue ich mal, was jetzt die Nachtschicht so gekostet hat. Jetzt sind alle Krankenwagen unterwegs. Was ist denn hier in dieser Stadt los? Nur Mord und Totschlag. Was macht sie jetzt? Hier ist kein Ausgang. Komm nie wieder. Ja, ich glaube zum neuen Jahr. Also ist jetzt witzig, ihr hört das in 2024. Ich habe es noch 2023. Also im aktuellen Jahr wird bei mir wohl mal wieder ein neuer Rechner fällig werden. Ich merke zum Beispiel, ich habe früher immer ganz gerne Planet Zoo gespielt. Es hat immer alles ganz gut funktioniert. Wenn ich heute Planet Zoo spiele, kann ich vielleicht ein paar Gehege bauen. Dann ist nur alles noch am Stocken. Ich brauche echt mal irgendwie einen neuen Rechner mal wieder. Ich meine, der hat jetzt auch schon wieder fast 10 Jahre auf dem Buckel, meiner. Ich habe ihn zwar immer ausgebaut und aufgerüstet, ne? Wie man es halt so macht, aber irgendwann ist halt auch mal Ende. Irgendwann muss man wohl was Neues Gescheites her.
Oh, Skippy, lauf. Au. Ich gewöhne mich langsam daran, das Mikrofon auf stumm zu stellen, wenn ich huste. Manchmal kriege ich es noch nicht hin. Ja, so sehr ich über das HyperX meckere. Beziehungsweise es heißt meckern, es ist halt. Es ist ein gutes Mikro, ne? So ist es nicht. Aber dieser Lautstärkeregler da unten dran, ist nicht so ganz cool. Aber das ist halt das, was ich so am HyperX auch schätze. Du kannst einfach hier vorne mal einfach oben drauf drücken und das Ding ist stumm. Das ging halt bei den Auna nicht. Ist dabei zu gehen. Warum denn? Hm, Mädchen. Oh, hier ist auch wieder alles blutig. Wo ist sie denn? Wo ist sie? Ist doch mitten in der Behandlung. Was hat die denn? Geht zum Arzt. Sie ist beim Arzt. Stimmt nicht mit dir. Ganz ehrlich. Will, du bist beim Arzt. Okay, der Arzt untersucht dich nicht, warum auch immer, aber dafür kann ich nichts. Dann soll sie zu der anderen gehen, wenn die nicht will. Tut nichts. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Oha. Geht die jetzt überhaupt noch darüber? Nee, ich glaube, die geht, ne? Ja, das kriegen sie schon hin. Hier, komm. Ich brauche einen neuen Arzt, sonst haut die ab. Och, na super. Das ist doch die Frühschicht, oder? Geht aber auch nicht nach Hause, ne? Kommt der nächste Patient? Ich glaube, die ist verbuggt. Das macht mir so ein bisschen Angst. Hier ist das Giesbert. Das ist Giesbert. Vielleicht geht sie ja zu Giesbert. Okay, ich glaube, sie ist einfach verbuggt. Sie geht nämlich auch nicht zu Giesbert. Bleibt einfach auf der Trage liegen. Och, Mädel. Dann hau ab. Ach, jetzt geht sie. Sophie, hä? Da hast du irgendwas durcheinander gebracht, ne? Kann auch sein, dass die war, die da unten verbuggt war. Das heißt, da unten noch im Warteraum saßen, die dann hoch musste irgendwie. Aber dann hat die ziemlich lange durchgehalten. So, der nächste Tag beginnt. Und ich habe nicht drauf geachtet, wegen den Löhnen. Oh, es kann eigentlich nicht viel gewesen sein. Ah, verdammt. Okay, da muss ich dann drauf achten, wenn wir dann die Frühschicht beenden. Hier sind wieder Betten frei. Gleich abreißen. Nicht, dass hier einer auf die Idee kommt, hier noch einen Patienten einzulagern. Das geht so nicht.
nicht Chirurgie. Orthopädie. Und da dann mal die Räume abreißen. Zack, zack. Den kann ich auch abreißen. Den auch. Den kann ich generell mal irgendwie wegmachen. Quasi so. Da waren es nur noch drei. Toiletten werden dann. Obwohl, die Toiletten. Die abreiße oder ob ich die vielleicht lasse für gleich für die Orthopädie, für die Radiologie. Boah, so viel Logien hier. Bei dem Spiel muss ich mich immer echt zusammenreißen, dass ich zwischen meinen freien Tagen, wenn ich dann irgendwann Feierabend habe, mich nicht noch eine Stunde oder zwei hier dran setze. was ich ja quasi beim letzten Mal gemacht habe. Bei der letzten Pause zwischen den freien Tagen. Es war, glaube ich, so zwischen Folge 4 oder zwischen Folge 3. Zwischen 3 und 4 oder 4 und 5. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Ich glaube, zwischen 4 und 5 war es. Da habe ich dann mal offscreen ein bisschen weitergemacht, aber das will ich, wie gesagt, auch nicht ständig machen. Das ist doof. Weil ihr sollt ja auch mitbekommen, wie das hier alles wächst und umgebaut wird. Deswegen muss ich mich da immer so ein bisschen zusammenreißen. Oh, die war bei Janet Schöning. Fehldiagnose. Boah, das ist aber... Dann liegt es nicht am Arzt. Definitiv nicht. Alter, was ist denn hier los, ey? Warum haben die alle falsche Diagnosen? Was sind das für welche hier? Hier, komm, jetzt wird alles untersucht. Keine Möglichkeiten mehr zur Untersuchung. Eine Handprellung. Betäubungssalbe. Bei meinem Vater wurde auch mal eine falsche Diagnose gestellt und ich glaube ich auch mit meinen Tennisarmen angeblichen. Wo jetzt schon seit 2 Monaten quasi meine Hand schmerzt. Bei meinem Vater wurde mal irgendwie, er hatte sich irgendwie, glaube ich, mit einem Hammer oder irgendwie sowas mit voller Wucht wirklich, also der ist handwerklich begabt, der kann das. Nur ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Und hat sich einmal, glaube ich, mit einem Fäuste richtig, also wirklich ordentlicher Hammer. Einmal voll auf den Daumen geschlagen. Und der Arzt hat das so gesehen. In der Notaufnahme hat gesagt: Okay, mach mal Gips drum. mach mal Gips drum und alles, ne? Macht er Gips drum. Und so ein paar Tage später hat er wirklich übelste Schmerzen da drin. Okay, lass mal zum Hausarzt. Der hat den Gips erstmal abgemacht, hat sich das mal angeguckt. Da war alles unter Eiter. Das war echt, also das war auch krass. Also Ärzte machen auch mal Fehler, ne? Es sind auch immer nur Menschen. Sollte man nicht vergessen. Deswegen würde ich den Job als Arzt oder irgendwie sowas auch irgendwie nie machen wollen, weil ganz einfach, ich weiß auch, dass mir Fehler passieren und ich will da nicht verantwortlich sein, wenn irgendwer da, keine Ahnung, irgendwie Schmerzen hat oder gar verreckt oder so.
glaube, ich muss hier mal irgendwie Reinigungspersonal einstellen. Sieht echt nicht gut aus. Gut, aber hier werden wir sowieso bald Platz kriegen. Da wird wieder ein bisschen was umgebaut werden. So, wie denn mal die drei Betten hier leer sind. Oh, jetzt sind es nur noch zwei. Tschüss. Jetzt nimmt das doch schon so langsam Struktur an. Dann würde ich das nämlich so machen. Ich würde, glaube ich, hier nur so einen kleinen schmalen Durchgang machen. Würde hier ein großes Wartezimmer hinpacken. Hier einmal komplett nur Röntgen rein. Und hier den ganzen Rest. Oh, aber das nimmt jetzt zu mit den falschen Diagnosen. Dagmar Döhler. Dann soll das mal Judy Thomas machen. Ist hier immer noch wer drin? Tatsächlich. Und sie hier? Achso, das ist fast das verstauchte Sprunggelenk. Ah, das geht zurück. Glaub mir, du wirst das schaffen. Ich habe irgendwie noch voll Bock, noch eine Folge zu machen. Aber ich muss immer dran denken, ich muss morgen um 7 Uhr wieder raus. Jetzt haben wir es 22.30 Uhr bei mir. Wenn dann die nächste Folge durch ist, ist es locker 23.15 Uhr. Aber ich dann penne. Haben wir es 0 Uhr. Ungefähr. Dann immer schön leise, dass Frauchen nicht wach wird. Also irgendwie ist dieses Wartezimmer hier viel zu groß. Wie schaut's aus? Achso, du hast ein steigendes Bedürfnis. Das habe ich so nicht kommen sehen. Oha, hier ist wieder viel los. Lass die jetzt auch. So wie er fertig ist, lasse ich die jetzt auch mal durcharbeiten. Ihm wird es noch dauern. Er muss das dann auch noch machen. Wenn ich die beiden jetzt auch noch abziehen würde mit Fortbildung, dann wird es hier ganz eng. Wir haben es das letzte Mal schon fast nicht geschafft. Worauf ich jetzt natürlich mal wieder nicht geachtet habe. Ich kann es ja hier mal ein bisschen nachschauen. Was? Nein, hör auf.
Okay, also 20.000 an Lohn, was rausgeht, wie ich das hier so lesen kann. Und 40.000 nehmen wir ein, so wie es den Anschein macht. So, hier haben wir ordentlich Verlust gemacht. Warum? Achso, Gebäude haben wir, klar, da haben wir ausgebaut. Krankenwagen hat ein bisschen gekostet und andere, was auch immer andere sind. Hier haben wir wieder Plus gemacht. Ja, ich will jetzt mal so einen sauberen Tag haben, damit ich wirklich sehe, was reingeht und was rausgeht. Einzige, was ich hier so ein bisschen ausgebe, ist der Abriss. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier wieder einen Cut. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.